Bitch, ich bin ein PLAYA, wie ein... Ja, liebe Freunde in Deutschland, ich als alter Malwettbewerbskönig möchte jetzt mal auch mal sehen, was die Spanier hier so drauf haben. Und in diesem Sinne lasse ich mich jetzt mal von dem guten Herrn hier zeichnen. Also, los geht's. Wettbewerbskönig an dieser Stelle. Ja, liebe Freunde, vor Jahren, noch vor meiner Rapper-Karriere, war ich ja auch im Klamottenhandel tätig. Ja. Der eine oder andere wird es wissen. Auch auf internationaler Ebene hier in Mallorca habe ich ja einiges gemacht. Damals ein Geschäft aufgemacht. Hier, der Mützentoni. Ja, steht immer noch, der Laden läuft auch ganz gut, habe ich mich eben erkundigt. Also, den habe ich damals verkauft. Von der Kohle habe ich mir mein erstes Mikrofon gekauft, übrigens, ja, mit dem ich das Two Alter Tape 1 aufgenommen habe. Langer Rede, kurzer Sinn, das waren die Anfänge. Jetzt gehen wir ein bisschen das Nachtleben hier unsicher machen auf Malle. Ne? Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir hier auf der Strandpromenade am Flanieren, möchte ich sagen. Ja, gleich geht's zum Strand. Hier, übrigens, Mützentoni war der Anfang. Ich habe dann ein paar Jahre später noch den Telequeria Unisex Toni eröffnet. Zu Deutsch der Perückentoni, Friseurladen. Lief auch sehr erfolgreich, haben schon auch verkauft. Von dem Geld dann dazu hat er den 2 finanziert. Ja, ja Freunde, jetzt haben wir uns mal was zu essen bestellt hier. Nachdem wir uns schon einiges hier angeguckt haben auf Malle. Ne? Ich mal wieder hier mit dem Frutti di Mare am Start natürlich. Warum Frutti di Mare? Warum sag ich euch das denn? Viel Proteine, erstens Fisch an sich, Omega-3-Fettsäuren. Wenn ihr trainiert, optimale Ernährung. Ja? So sehen die Dinger hier aus. Schaut mal hier. Ja? Und den steckt man sich einfach in den Mund und dann isst man das und dann. Und dann wird trainiert. Das schmeckt. Ja, Freunde, und nach den ersten Einnahmen durch Mützentoni und Perückentoni habe ich mir dann auch mal gedacht, tu mal was Gutes für die Leute hier auf der Insel. Habe ich so einen alten Bettler, Miguel hieß er, habe ich von der Straße geholt, habe gesagt, was kannst du? Hat er gesagt, Elektroinstallateur habe ich gelernt. Habe ich gesagt, komm, ich habe ein bisschen Startkapital durch Zuhälter Tape 2 eingenommen, mach mal einen Elektroinstallateursladen auf. Hier, läuft immer noch wunderbar. Miguel und Toni, so haben wir uns damals genannt, jetzt ist nur noch Miguel. Aber der Laden läuft immer noch. Sind. Wenn wir in fremden Ländern sind, unterstützen wir immer die armen Leute. Ja? Merkt euch das auch bitte nachmachen. Ja, Freunde, jetzt haben wir ein bisschen geshoppt hier in Palma de Mallorca. Die Tüten sind voll. Aber es muss natürlich auch immer ein bisschen Zeit für Kultur sein. Ja, Freunde, das ist hier Museo Fundación Juan Marich Palma. Ja? Ganz bekanntes Museum. Da gehen wir jetzt zusammen rein. Ich führe euch wieder ein bisschen rum. Kommt mit, Freunde. Ja, Freunde, Spanien ist natürlich bekannt für die großen Maler. Freunde, wie man weiß, die Deutschen sind ja seit Jahren hier auf der Insel etabliert. Jetzt
gehören fast zum Volke dazu. Und ja, so kommt es, dass die Mallorquiner hier auch eine bekannte Figur aus der deutschen Gesangskultur nachgebaut haben und ins Museum gestellt haben. Hier sitzt da der alte Holzmischel. Ja. Uns zu Ehren haben die Mallorquiner den hier reingesetzt. Das ist Boyboy Davik, richtig. Ja? Boyboy Davok. Boyboy Davik, genau. Der alte Jugoslawe hatte auch auf Mallorca seine Spuren hinterlassen. Also, ein einflussreicher Mann. Boyboy Davik. Ja, jetzt sind wir hier an der Playa de Palma. Ne? Da wollten wir hin. Hola. Aber ich höre überall Hola, Hola. Man kennt mich hier natürlich. Viele Deutsche hier. Ich sage mal hier Hola, hier Dollar. Ja, ach, was ist das herrlich hier am Meer. Ach, da fühlen wir uns wohl hier an der Playa de Palma in Arenal. Sag ich euch mal, von hier im Hintergrund siehst du, die Kollegen sind am Sandburgen bauen. Was die natürlich nicht wissen, ist, dass ich gleich hier mit dem gesprungenen Sidekick à la Bruce Lee da reinhüpfen werde. Sagt eben der Bademeister hier zu mir, sie dürfen ihn nicht filmen. Habe ich ihn einfach umgekickt, samt seinem Hochsitz. Da liege ich da. So, jetzt fahren wir hier zum Ballermann und machen fette, fette Party. Ich bin mal gespannt, ob mich da jemand erkennt unter den ganzen Besoffenen. Na, Freunde, fahren wir gerade durch Palma hier Richtung El Arenal, wo die ganz Großen auftreten. Der Michael Wendler, der Jürgen Drews, der König von Mallorca. Da wollen wir jetzt hin. Jetzt wollen wir mal richtig hier feiern im Oberbayern und ja, ich habe den Promilletest gemacht, 0,04, ne, wenn das nichts ist, ja, denn Alkohol ist schlecht, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben, wie ihr gerade gesehen habt. Jetzt fahren wir noch was essen und dann geht es ab ins Hotel. Ich muss zurück zu meiner Yacht, macht's gut!